20 Meter Länge, 36 Tonnen Gewicht. Ein solcher Koloss ist ein Blickfang und beeindruckt. Der Brillux Show Truck fährt dahin, wo junge Leute zusammenkommen und ihre beruflichen Perspektiven abwägen. Zu Jobbörsen, Schulveranstaltungen und anderen Events. Für das Malerhandwerk und die Nachwuchskampagne Deine Zukunft ist bunt ist er das spektakulärste Mittel, um den Beruf des Malers und Lackierers zu bewerben. Innen muss der Truck mit Inhalten überzeugen. Die Einrichtung spricht die Sprache der jungen Leute und sorgt auf Anhieb für einen hohen Wohlfühlfaktor. An verschiedenen Stationen können sich die Jugendlichen dann umfassend über das Malerhandwerk informieren. Zwei Infowände beantworten die wesentlichen Fragen zur Ausbildung. Das Modul Farbe mit allen Sinnen erleben macht Farbe fühl- und schmeckbar. Demgegenüber befindet sich eine Pinnwand mit Schnappschüssen von Truck-Besuchern und einem Bildschirm, auf dem Interviews mit realen Auszubildenden laufen. Hier können Malerbetriebe und Innungen außerdem aktuelle Jobangebote aushängen. Der Farbdesigner deutet die Kreativität an, die ein Maler und Lackierer einbringen kann. Mit der bekannten Brillux-App lassen sich in kurzer Zeit stimmige Farbkonzepte für Fassaden und Innenräume erarbeiten. In die gleiche Kerbe schlägt der Multimedia-Tisch. Hier stellt sich Brillux vor. Zusammen mit dem Farbdesigner holt dieses Element die Jugendlichen genau dort ab, wo sie stehen. In einer digitalisierten Welt, die ohne Apps und Internet nicht mehr denkbar wäre. Im Zentrum des Ausstellungsraumes steht aber das Wohnzimmer. Es ist entscheidend für den Charme des Trucks und dafür, dass Deine Zukunft ist bunt die Jugendlichen zielsicher erreicht. Der puristische Aufbau der Couch, zielgruppenorientierte Deko-Elemente und eine gemütliche Atmosphäre ergänzen auch hier eine multimediale Ansprache. Auf dem großen TV laufen drei Imagefilme. Auf der Anrichte hinter der Couch stehen iPads mit Selbsttests bereit. Wo auch immer der Truck auftaucht, steht er gleich im Mittelpunkt des Geschehens. Besser und effektiver kann man potenzielle Auszubildende nicht ansprechen.